Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker. Ich begrüße euch zu einem neuen Projekt hier in meiner Werkstatt. Und wie man am Thumbnail schon erkennen kann, es ist was geworden. Und wie ich das Ganze gebaut habe, das seht ihr jetzt. So, jetzt stoße ich langsam an meine Grenzen. Und zwar ist es halt so, ich habe ja hier die Silhouetten bzw. die Silhouette ausgesägt und möchte jetzt eigentlich mehr so das Fell und so weiter mit den Ohren, alles was eben halt bei dem Schäferhund in einer anderen Farbe ist, aussägen, obendrauf verleimen. Und genau da ist gerade der Punkt, wo ich glaube, ich sage, das ist eine Grenze, da komme ich nicht weiter. Denn wenn man sich mal dieses kleine Bauteil anschaut, das hier, das ist sehr, sehr filigran, das ist die Nase. Und wenn ich die jetzt nachher aufleime, ich glaube, das wird extremst bruchempfindlich. Von daher werde ich mich wohl doch dazu entscheiden, das Ganze zu lackieren. Ist für mich jetzt recht ärgerlich, aber nicht zu ändern, denn ja, wenn diese Sachen hier nach und nach wieder wegbrechen, weil das sind ja noch ganz viele einzelne Feinheiten, die hier noch ausgesägt werden. Das sind zwar grobe Stücke, aber so hier von der Pfote und so weiter, das ist alles sehr, sehr filigran. Und ich bin der Meinung, das wird nachher auch nicht halten, weil wir da keine große Klebefläche haben. Und es wäre doch schade, wenn es dann nachher abfällt. So, das ist jetzt das, was ich hier rausgeschnitten habe. Das werde ich jetzt einmal grau
überlackieren. Und dann hoffe ich einfach, dass es was geworden ist. Und sollte dem nicht so sein, dann wird der Hund ein schwarzer Schäferhund. Mittlerweile ist der Schäferhund trocken. Ich finde, der macht sich ganz gut auf der Esche. Ist jetzt die Frage, wenn nachher die Esche geölt ist, wie das dann wirkt. Aber von der Sache her gefällt mir das schon ganz gut. Ich habe jetzt mal, weil ich ja noch auf gewisse Dinge warte, ne, so Näpfe zum Beispiel, die brauche ich. Ich habe die bestellt, aber die kommen und kommen nicht. Habe ich einfach überlegt, machst du nochmal andere Motive? In diesem Fall dann ein Labrador in Anthrazit. Der ist auch sehr gut zu erkennen, denke ich mal, jetzt so auch auf der Kamera. Ich versuche den dann mal so anzupappen. Ich habe da mal so ein... Gucken, wie ist das? Der wird nicht lange halten. Ja, aber ich glaube, das macht doch auch schon einen guten Eindruck so da drauf. Dann habe ich den mal in Beige lackiert. Das ist weniger zu erkennen. Natürlich kann man so ein bisschen die Umrandungen sehen, aber ist auch wieder die Frage, wenn man die Esche ölt, wie es dann wirkt. Ich werde das mal ausprobieren, wird die Esche, wenn ich das soweit zusammengebaut habe und die Näpfe endlich da sind, dann werde ich das Ganze mal ölen und mal draufhalten. Ja, und dann habe ich noch einen Boxer in braun, nussbraun lackiert. Und ich finde, der hat auch was. Also das macht sich auch ganz gut da drauf. Ja, und was gehört zu einem Hund natürlich? Ein Knochen. Der ist auch hier in Beige lackiert. Ich versuche da noch ein paar Akzente nochmal drauf zu setzen. So leicht so ein bisschen grau abzusetzen. Hier wäre jetzt so eine Sprühpistole angebracht. Für Airbrush, aber sowas habe ich leider nicht. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das besser in Szene setze. Ja, und jetzt heißt es warten. Warten darauf, dass dann mal langsam das Päckchen kommt. Will er nicht stehen? Will er nicht wie so? Oh, komm. So. Dafür ist das Brett leider zu schmal. Aber ich finde, der macht sich doch. Das sieht doch ganz gut aus. Meine Meinung. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon haltet? Welcher Hund sich darauf am besten macht? Ja, und während ihr das schreibt, warte ich immer noch. Oh, ich bin gleich wieder da.
Ja, wenn man auf den Teufel wartet, ne? So, Paket ist da. Wollen wir mal gucken, was wir da so bekommen haben. Mal eben die kleinen Wuffis an die Seite packen. Das ist auch nicht mal schauen. Bin hier mal gespannt. Denn mit der Größe vom Napf, da, ich glaube, da habe ich mich etwas vertan. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Von daher habe ich jetzt zwei Größen hier. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, wie viel Luft verschickt wird. Das ist echt Wahnsinn. Hallo, welcome. So, meine Lippen sind da. Ich bin ganz gespannt. Ah, das ist ja schon. Ach, das ist ja echt schon eine Hausnummer. Ich hatte so überlegt, 21 cm im Durchmesser und war mir bis dato nicht ganz klar im Klaren, wie viel Inhalt hier wirklich reingeht. Und das sind aber 1,8 Liter. 1,8 Liter Hundefutter? Naja gut, ein großer Hund hat viel Hunger. Also nehmen wir auch diesen Napf. Und wenn ich den jetzt hier vor Kettung drauflege, ich versuche das leider mal im Detail zu zeigen, aber überlegt, macht das Sinn, hier der Futter. Und hier ein Wassernapf. Warum zwei verschiedene Größen? Weiß ich auch nicht. Ich denke, dass Wasser sowieso häufiger gewechselt werden sollte. Vor allem bei der warmen Witterung. Von daher einen kleineren Napf. Hier sind 450 Milliliter. So sieht das jetzt von der Seite aus. Also viel Futter haben wir hier nicht. Sprich Holz, was nachher stehen bleibt. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten vermittle. Ich denke mal, ich werde mir hier gleich mal eben das so ganz leicht anzeichnen. Mir dann die Mitte markieren und das dann raussägen. Das gleiche mache ich mit diesem hier auch, einen gewissen Abstand. Und dann muss das noch, muss da halt noch eine Faser ran, beziehungsweise muss ein bisschen angesenkt werden, sodass ich der Topf hier auch prima einlegen lässt. Aber das machen wir jetzt. So, das ist der äußere Ring. Und jetzt versuchen wir uns mal hier die Mitte anzuzeichnen. Ich glaube, das wird ganz schön tricky. Aber ich habe da Hoffnung. Dann bin ich bei 10,3 irgendwas. Stellen wir uns das mal an. Habe ich den schon markiert hier? So. So kommen wir ungefähr hin. Das passt. Sieht gut aus. 13 mm. 13 mm weniger. Das sieht gut aus. Das kann man dann machen. Könnte man natürlich auch hier vorne an der Kante machen. Ist glaube ich auch ein bisschen. Ich glaube, das ist besser. Und immer leicht überstehen, so kann man den leichter rausnehmen, wenn er dann so oben drin ist. Das habe ich bei der Katzenladestation auch schon so gemacht. Ich glaube, das mache ich jetzt hier genauso, weil ich finde, das macht Sinn. Ja, das machen wir so. Minimals überstehen.
kommt man besser ran. So, dann ermitteln wir noch mal eben hier den Mittelpunkt. Da haben wir einen Durchmesser von 13,6. Ja. Ja, machen wir 68 Mitte. 68 Mitte. Hier die Mitte. Dann ziehen wir hier nochmal den äußeren Ring ab. Da haben wir knapp einen Zentimeter. Da machen wir einen Zentimeter. Wenn wir jetzt bei 68 waren, dann sind wir jetzt bei 58. Die Näpfe werde ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt geht es darum, das auszusägen, und nicht jeder hat eine Oberfräse oder ähnliches zu Hause. Von daher versuche ich das jetzt einfach mal mit der Stichsäge. Nö. Also ich werde das Ganze jetzt mal mit der Dekupiersäge aussägen. Ich möchte mal wieder schauen, wie kompliziert man sich das machen kann. Und von daher ab an die Dekupiersäge. Aber vorher noch mal ein paar Löcher reinbohren. 15 Zähne pro Zentimeter. Genau, das war das. Das nehmen wir jetzt, wa? Ich habe jetzt hier einen Fräser, der hat einen 10er Radius. Der würde, glaube ich, hierfür ganz gut passen. Aber hier, da wird das schon eng. Ja, ausprobieren. Ganz wichtig, wenn ihr den Fräser tauscht, immer darauf achten, dass die Maschine wirklich vom Netz getrennt ist.
Sonst gibt es irgendwann ein böses Aufwachen. Das kann man hier auch noch abgewöhnen. Ich habe den etwas zu groß gekriegt. Aber es ist nicht so tragisch. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Was mich interessieren würde, ist jetzt eigentlich auch, ob das mit dem großen hier passt. Das passt auch. Das ist auch ein bisschen lockerer drin. Ja. Besser zu locker als zu stramm. So, ich habe jetzt ja hier schon mal die Löcher gebohrt und jetzt geht es eigentlich darum, dass das Einlegebrett jetzt noch irgendwie verändert werden muss. Und zwar, dass ich es jetzt mal so einigermaßen positionieren kann, würde ich das ganz gut finden. Das habe ich mir hier schon mal markiert, dass ich das so ein bisschen abrunde. Die Frage ist nur, mache ich es hier gerade oder auch ein bisschen abgerundet? Ich glaube, ich werde das Ganze auch ein bisschen abrunden, so dass es alles zueinander passt und auch hier keine scharfen Kanten sind, wo sich der Hund dran verletzen kann, wenn er da mal aufgeregt ist. So, ich habe ja hinten schon mal die Löcher gebohrt. Jetzt geht es eigentlich schon fast darum, das zusammenzubauen. Aber wie ich ja anfangs auch schon mir so eine Markierung hier gemacht habe, ich werde das Ganze hier nochmal abrunden. Einmal an der Bandsäge entlang ziehen und so, dass es ein bisschen abgerundeter ist. Eventuell auch so ein bisschen anfasen, so wie hier, so dass es wieder aneinander so ein bisschen stimmig ist. Hier hinten haben wir jetzt die drei Schrauben, die sind 60 mm lang. Die drehe ich jetzt gleich ins Holz rein und dann haben wir da schon mal die gewisse Stabilität. So, wieder gut los. Teil steht. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, das funktioniert. Ja. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Der geht jetzt zu weit nach hinten. Hier kann man sich den gut greifen. Natürlich auch reinlatschen, ne? Und wenn man dann Schappi oder was ich drin hat und der Hund mag das nicht, greift man da natürlich lecker rein. Ja, im günstigsten Fall ist natürlich, wenn Napf leer ist. Ne? Ich finde, das ist okay. So kann man es lassen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Dekoration. Was meint ihr, kann man das so lassen? Oder vielleicht doch anders? Mal eben schauen. Ja, wir sind ja flexibel, ne? Hm.
die Frage, wie es ist, wenn es nachher geölt ist. Ne? Also, ich glaube, ich werde es erstmal. Ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt die Stele, die Futterstele zum Schlemmertopf mit einem Labrador. Und die einen oder anderen werden sich jetzt fragen, ja, was ist mit dem Schäferhund, den ich am Anfang ausgesägt habe? Ah, Moment. Den holen wir jetzt mal ins Bild. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Einfach mal wirken lassen. Ich bin der Meinung, so passt es auch zum Schäferhund. Ich werde das jetzt leider noch ein bisschen abfilmen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann bitte unten in die Kommentare rein. Ein Daumen würde mich freuen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Projekt von mir online gegangen ist. Das war's jetzt von mir. Gleich gibt's noch eine kleine Videosequenz. Ich wünsche euch einen schönen Tag darüber. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.